So, hallo zusammen und willkommen zu meinem zweiten Bridge-Tutorial. In der ersten Folge haben wir uns die Grundlagen des Spiels angeschaut. Ich habe euch beigebracht, was überhaupt so ein Stich ist und wir haben uns angeschaut, aus welchen zwei Phasen das Spiel besteht, nämlich aus der Reizphase und aus der Spielphase. Und dann haben wir uns noch angeschaut, wie so ein Kontrakt überhaupt aussieht und wie der gespielt wird. Wenn ihr wirklich zum allerersten Mal mit Bridge in Kontakt seid, dann empfehle ich euch, schaut euch dieses Video an. Heute schauen wir uns die Grundlagen des Reizens an, unter anderem, was sind Figurenpunkte, wie zähle ich die und ab wann eröffne ich mein Blatt für die Reizung. Außerdem kommen noch weitere Themen heute dran, unter anderem, was ist Claimen? Einfach, weil Claimen das Spiel deutlich abkürzen kann. Und danach schauen wir uns noch an, was sind Oberfarben und was ist denn eigentlich ein Farbfit? Ja, auch heute wird es wieder so sein, dass wir die komplette Hand aus der Sicht des Südspielers spielen. Die anderen Hände interessieren uns gar nicht so sehr und es wird der Einfachheit halber wieder so sein, dass wir alle vier Hände offen sehen. Denkt immer dran, in Wirklichkeit würden wir nur unsere eigene Hand sehen. Ich habe mich auch auf die rechte Seite des Bildschirms verfrachtet, einfach damit die Handkarten größer sind und man eine bessere Übersicht übers Spiel hat. Außerdem denke ich, reizen wir überhaupt oder passen wir auch? Woran erkenne ich das? Wir haben schon gesagt, Asse, Könige, das sind alles hohe Karten, die dafür sprechen, die Hand zu eröffnen. Aber kann ich das quantifizieren? Ab wann eröffne ich nicht? Und da hat sich über die Jahrzehnte ein einfaches System etabliert, wie man die Punktstärke seiner Hand berechnet. Und dafür gilt einfach Folgendes. Für die vier höchsten Karten, also Ass, König, Dame und Bube, werden Punkte vergeben. Nämlich nach einem ganz einfachen Prinzip. Das Ass sind 4 Punkte, der König zählt 3 Punkte, die Dame zählt 2 und der Bube zählt 1 Punkt. Das heißt, wir können jetzt hier schon mal unsere Hand auszählen, wie viele Punkte wir eigentlich haben. Für die Pikfarbe gibt es also alleine schon mal 10 Punkte. Wir dröseln das mal auf. Für das Ass 4, für den König 3, dann sind wir schon bei 7. Für die Dame 2, das sind 9 und für den Buben 10. In der Körfarbe haben wir nochmal zusätzlich 3 Punkte und in den anderen Farben haben wir nichts. Das heißt, unsere Hand ist insgesamt 13 Punkte wert. Und die fleißigen Kopfrechner unter euch, die haben sicherlich schon herausgefunden, insgesamt gibt es 40 Figurenpunkte im ganzen Spiel. Denn es gibt 10 Figurenpunkte pro Farbe und es gibt 4 Farben. Wenn es 40 Punkte im Spiel gibt, heißt es, jeder Spieler hat durchschnittlich 10 Punkte. Und da hat man sich darauf geeinigt, ab 12 Punkten habe ich ein überdurchschnittliches Blatt, mit dem ich gerne eröffnen möchte. Wir haben hier 13 Punkte, also eröffnen wir auf jeden Fall ein Pik. So, Ost und West passen brav und der Partner hebt mich in 2 Pik. Das wird durchgepasst und wir spielen 2 Pik. Nochmal zur Erinnerung, 2 Pik bedeutet, wir müssen 8 Stiche machen. Das sollte in diesem Board relativ einfach sein. So, West spielt Karo Ass aus. Jeder gibt 3 hinzu. West spielt Karo weiter. Der König nimmt. Und die letzte Karo-Runde können wir schnappen. So. Jetzt ist es relativ einfach, hier die Stiche zu zählen. Denn wir haben noch 4 Trumpfstiche und 3 Körstiche. Also werden wir unsere 7 Stiche noch zusätzlich machen. Einen haben wir schon. Sieht also gut aus. Ziehen einmal. Zweimal. Dreimal. Und schon gibt es keine Trümpfe mehr. Das heißt, wir können unsere Körkarten von oben runter spielen. Genau, und jetzt haben wir noch einen Trumpfstich. Wir können uns zwar nicht davor schützen, dass der Gegner hier noch ein paar Treffstiche abzieht. Stört uns aber gar nicht, denn diese Treffstiche mussten wir sowieso abgeben. Und außerdem haben wir unsere 8 Stiche gemacht und genau das war ja unser Ziel. Wir sehen hier rechts wieder das Ergebnis. 2 Pik für 110 Punkte. Okay, heute geht es aber nicht so sehr ums Alleinspielen, deswegen habe ich das auch relativ zügig gemacht,
sondern es geht darum, wann eröffne ich, wann eröffne ich nicht. Und dafür habe ich euch ein paar Boards vorbereitet zum Mitüben. Board Nummer 2. Nord und Ost passen brav und wir haben jetzt folgende Südhand. Eröffnet ihr oder eröffnet ihr nicht? Zählen wir erstmal die Punkte. Wenn ihr noch mehr Zeit braucht zum Punktezählen, dann drückt bitte kurz Pause, denn ich werde das jetzt auflösen. Also wir haben 5 Punkte in Pik, der König sind 3, die Dame sind 2, 4 Punkte in Coeur sind 9 und 5 Punkte in Karo. Also sind wir bei 14 Figurenpunkten, also ja, wir öffnen die Hand mit ein Karo. Nächstes Board. Nord und Ost passen wieder. Eröffnet ihr diese Hand? Ich löse wieder auf. Diese Hand hat nur 9 Figurenpunkte, nämlich 2 in Pik, 3 in Coeur, 3 in Treff und 1 in Karo. Deswegen passen wir diese Hand. Board Nummer 4. Nord und Ost passen. Öffnet ihr oder nicht? Lösung, ja, wir eröffnen, nämlich ein Treff, denn wir haben 12 Figurenpunkte. Nächstes Board. Hier haben wir 16 Figurenpunkte, nämlich in Pik 9 und in Karo 7. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall eröffnen. Die schwierigere Frage ist hier, welche Farbe eröffnen wir? Ein Pik, ein Coeur, ein Karo? Das ist eine Sache, die häufig für Anfänger ein bisschen kontraintuitiv ist, denn man öffnet hier ein Coeur. Das Wichtigste ist also, seine längste Farbe zu eröffnen. Oder anders gesagt, die Farblänge ist wichtiger als die Qualität der Farbe. Zumindest beim Eröffnen. Der Grund hierfür liegt im Farbfit. Darum werden wir uns gleich noch kümmern. So, nächstes Board. Eröffnet ihr diese Hand? Wir haben wieder 10 Figurenpunkte, nämlich König, Dame, Bube in Pik, das sind 6, Dame in Coeur sind 8, Dame in Treff sind 10, also passen wir diese Hand. Und kommen wir zum letzten Board. Wir haben 14 Figurenpunkte, nämlich König, Bube, Pik, Coeur, Ass, und 6 Punkte in Treff. Also öffnen wir diese Hand und nämlich ein Pik. Denn mit 2 Fünferlängen öffnet man immer die höhere. Gut, das bedeutet, wir haben jetzt verinnerlicht und verstanden, was Figurenpunkte sind, wie man diese zählt und wie man eröffnet. Als nächster Punkt kommt dran das Claimen. Und wozu das Claimen gut ist, zeige ich euch hier. So, um das mit dem Claim zu erklären, gehen wir am besten zurück zu Board 2, das wir heute hatten. Wir erinnern uns, wir haben hier ein Karo eröffnet, denn wir hatten 14 Figurenpunkte und der Partner, der hat auch ein bisschen was und Karos, deswegen hebt er uns jetzt in 2 Karo. Wie das mit den Hebungen funktioniert, das machen wir nochmal separat, aber jetzt akzeptieren wir das erstmal so, wir spielen also 2 Karo, wir müssen also 8 Stiche machen und Karo ist Trumpf. So, Ausspiel kommt Treff Ass, König, Treff weiter. Also wir haben jetzt schon 3 Stiche abgegeben. Jetzt kommt Coeur, was wir mit dem Ass nehmen. So, und jetzt lichtet sich die Hand schon ein bisschen. Wir sehen also, wir haben 5 Karo-Stiche. Da kann auch gar nichts passieren, denn wir haben von oben Ass, König, Dame, Bube.
jeden Fall alle Karos ziehen und wir haben drei Pikstiche, also Ass, König, Dame, auch da kann nichts passieren. Und das kleine Kör am Schluss, die Kör 7, die macht garantiert keinen Stich. Das heißt, ein fortgeschrittener Spieler könnte an dieser Stelle jetzt schon sagen, jo, ich werde 8 Stiche machen. Wir sind noch nicht so fortgeschritten, also ziehen wir mal vorsichtshalber noch die Trümpfe. Vielleicht passiert hier noch was. So, 4 Runden Trumpf. Jetzt gibt es auch keine Trümpfe mehr. Und jetzt sieht man es wirklich sehr einfach. Wir haben noch Ass, König, Dame im Pik und den letzten Trumpf. Das sind noch 4 Stiche. Das könnten wir jetzt natürlich auch zu Ende spielen. Das werde ich jetzt auch mal tun. Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so einfach sehen. Also, letzter Trumpf. Pik, König. Pik, Dame. Pik. Und vor dem letzten Kör Verlierer können wir uns nicht schützen, denn die Gegner haben halt noch die hohen Figuren. So, dementsprechend haben wir jetzt 2 Karo plus 1 gemacht, also 9 Stiche. Wenn wir dem Gegner die Quälerei und uns vielleicht auch ein bisschen Zeit sparen wollen, können wir einfach ein bisschen rückwärts. Wir können zurück zu dieser Stelle, wo es jetzt wirklich offensichtlich wird, wir machen noch 4 Stiche. Und jetzt können wir einfach auf Claim drücken. Jetzt können wir eine Anzahl an Stichen beanspruchen, die wir machen wollen. Wir können zum Beispiel sagen, wir machen noch alle Stiche oder wir machen gar keinen Stich mehr. Im aktuellen Fall haben wir noch 4 Stiche, also drücken wir auf 4 und drücken auf Claim. Wenn ihr auf Claim drückt, hat der Gegner die Möglichkeit, den Claim anzunehmen oder abzulehnen. Wenn er zum Beispiel nicht damit einverstanden ist und der Meinung ist, nee, du machst nur noch 3 Stiche, dann kann er den natürlich ablehnen. Im aktuellen Fall hat der Gegner angenommen, weil es wirklich sehr offensichtlich war. Genau, und das erspart einfach ein bisschen Spielzeit und macht es dem Gegner auch einfacher. Denn es wäre ja unfair, wenn man sowieso noch alle Stiche macht, den Gegner jetzt den Kopf zermartern zu lassen. Was muss er noch abwerfen, was nicht. Psychologische Kriegsführung nennt man das, ist verboten. Genfer Konvention, glaube ich. So, und damit sehen wir hier, wir haben 2 Spiele erfüllt. Einmal die 2 Pik im ersten Board und jetzt die 2 Karo plus 1 im dritten Board. Und interessanterweise geben die genauso viel Punkte. Dabei haben wir doch in diesem Board 9 Stiche gemacht und in diesem Board nur 8. Woran liegt es? Wenn wir hier 2 Karo erfüllt hätten, hätten wir nur 90 Punkte bekommen. Und das liegt daran, dass es 2 verschiedene Arten von Farben gibt, nämlich die Oberfarben und die Unterfarben. Zu den Oberfarben gehören hier Pik und Kör, zu den Unterfarben gehören Treff und Karo. Wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, geben die Oberfarben mehr Punkte, deswegen ist es in der Reizung eine der höchsten Prioritäten sozusagen, den Oberfarbfit zu finden. Was ist denn ein Fit? Das schauen wir uns im nächsten Board an. So, hier sind wir zurück in Board 5. Ihr erinnert euch vielleicht aus der Reizung. Hier haben wir gesagt, wir eröffnen ein Treff. Denn wir haben 12 Punkte. So, West ist so nett und passt für uns. Und Nord könnte ja jetzt auf die Idee kommen, 2 Treff zu reizen. Denn Treff passt ihm ganz gut. Aber wir haben gelernt, Oberfarben geben mehr Punkte. Also ist es die höchste Priorität in der Reizung, einen Oberfarbfit zu finden. Deswegen bietet jetzt Nord erstmal ein Kör an. Ich habe eine 4er Oberfarbe. Wie sieht es bei dir aus? Wenn die mir nicht passen würde, dann könnte ich hier zum Beispiel ein Sansatu bieten. Zum Beispiel. Oder auch eine andere Farbe oder 2 Treff. Und Partner könnte jetzt sagen, na gut, dann spielen wir doch 2 Treff. Aber er hat es zumindest versucht mit der Oberfarbe. Im aktuellen Fall, gehen wir mal ein paar Schritte rückwärts, hat mein Partner einen goldenen Treffer gelandet, denn mir passt Kör. Das heißt, ich kann jetzt 2 Kör bieten. Und wir landen im 2-Kör-Kontrakt, der, wie wir gerade gelernt haben, mehr Punkte gibt als 2 Treff.
Super Sache also. Aber was ist denn dieser Fit, von dem ich die ganze Zeit spreche? Also es gibt in jeder Farbe 13 Karten. Und wenn man eine Trumpffarbe spielen möchte, möchte man natürlich mehr Trumpfkarten haben als der Gegner. Und da hat sich so die Grenze etabliert, ab 8 Karten ist es wirklich gut, diese Farbe zu spielen. Also wenn wir 8 Trumpfkarten haben, haben die Gegner höchstens 5 zusammen. Und dann lohnt es sich wirklich, weil wir die Trumpfkontrolle behalten können. Wenn wir 7 Trümpfe haben, hat der Gegner 6, dann wird es schon eine knappe Sache. Das kann man mal im Notfall machen, aber im Regelfall sollte man den 8 Karten fit suchen. Im aktuellen Fall zeigt mein Partner auf Nord, also einen 4er Kör, und ich habe auf Süd ebenfalls einen 4er Kör. Und wenn ich jetzt 4 und 4 zusammenzähle, weiß ich, aha, wir haben einen Kör fit. Wir haben auch einen Treff-Fit in diesem Fall, nämlich einen 5-4-Fit, also einen 9-Karten-Fit. Aber wir geben trotzdem dem 4-4-Fit in Kör den Vorrang, denn es ist ja eine Oberfarbe. Gut, auch dieses Board spielen wir jetzt mal schnell durch und schauen uns an, was passiert. Der Gegner greift Karo an. Und das Schöne an der Karo-Farbe ist, dass mein Partner jetzt nur einen Single hat. Das heißt, wenn jetzt Karo weiterkommt, kann ich das auf dem Tisch mit einem Kör schnappen. So. Jetzt ziehe ich die Trümpfe. Ost hat hier keine Möglichkeit, sich vor einem Stich zu drücken. Denn wenn er jetzt den Buben legt, nehme ich mit der Dame und die 6 ist hoch. Wenn er klein bleibt, bleibe ich ebenfalls klein. Dann gehe ich auf die Hand, um den letzten Trumpf zu ziehen. Und jetzt habe ich die wundervolle Situation, dass es keine Trümpfe mehr gibt, ich aber noch eine lange Farbe habe, die hoch ist, nämlich die Trefffarbe. Ja, West ist, merkt ihr hier, in einer sehr doofen Position. Er hat eine sehr schöne Hand, Ass König, muss jetzt aber irgendwas abwerfen. So, und auch hier könnte ich jetzt noch zu Ende spielen. Oder ich kann sagen, die Pik 2, die Pik 10 und die Karo 4 werden alle keinen Stich mehr machen. Also claime ich 0 Stiche, ich gebe den Rest der Stiche ab. Und ihr seht, 2 Kör plus 2 für 170 Punkte. Hätten wir 2 Treff plus 2 gespielt, was ebenfalls ginge, dann hätten wir nur 140 Punkte bekommen. Entschuldigung, 130. Ich bin zu blöd zum Zählen. So, kommen wir noch zu einem anderen Beispiel mit dem Fit und den Oberfarben, das ich euch gerne zeigen möchte, nämlich im Prinzip das gleiche, nur andersrum. In diesem Fall öffne ich ein Pik. Und der Partner, der hat jetzt auch eine gute Hand, er ist knapp an einer Öffnung vorbei, denn er hat 10 Figurenpunkte und er hat eine ganz lange Karo-Farbe. Aber wir haben einen Oberfarb-Fit. Partner weiß, dass ich einen 5er Pik habe und er hat selbst einen 4-Karten-Fit dazu. Das heißt, wir haben mindestens 9 Trumpfkarten, also einen sehr schönen Fit. Und da ignoriert jetzt der Partner die lange Unterfarbe. Denn sogar wenn wir einen Unterfarbfit hätten, würde mein Partner sowieso am Schluss lieber 4 Pik spielen, denn die Oberfarbe ist besser. Also kann er mit dieser Hand direkt das Vollspiel ansteuern und 4 Pik reizen. Was ein Vollspiel ist, das besprechen wir noch das nächste Mal. Und es wird durchgepasst, sodass wir im 4 Pik-Kontrakt sind. Ja, auch ich habe hier noch eine Trefffarbe, die ich nennen könnte, aber wir haben schon einen Oberfarbfit gefunden, also brauche ich mich nicht den Unterfarben zuwenden. So, das Spiel ist hier auch wieder sehr einfach. Im Prinzip fehlt uns nur das Pik Ass. Das ist die höchste Karte im Spiel, dafür können wir uns also nicht drücken. Aber guckt mal, in Kör habe ich das Ass. Die Treffs sind komplett voll, also ich habe Ass, König, Dame, Bube. Das heißt, ich mache 5 Treffstiche sehr wahrscheinlich. Und das Karo Ass habe ich auch.
Das heißt, ich gebe nur einen einzigen Stich ab. West greift an, vielleicht. Na, was greift West an? Karo. Das gewinnen wir natürlich mit dem Ass. Und jetzt müssen wir uns nur um eine Sache kümmern, nämlich die Trümpfe ziehen. Wir spielen also Trumpf. Okay, das Ass wollten die Gegner nicht legen. Dann spielen wir noch eine Runde Trumpf. Jetzt legen die Gegner das Ass. Und egal, was sie jetzt spielen, ich kann den Rest der Stiche machen. Zum Beispiel, sie spielen Karo. Das schnappe ich auf der Hand. Mache jetzt zum Beispiel das Kör Ass. Und ich habe jetzt ja noch ein kleines Kör auf der Hand. Darum muss ich mich auf jeden Fall kümmern. Das kann ich hier am Tisch schnappen. Und jetzt sieht man schon, wenn es kein Wunder in Treff gibt, mache ich die restlichen Stiche. Schauen wir mal, ob die Treffs brav stehen. Jeder hat zugegeben. Wieder hat jeder zugegeben. Und jetzt weiß ich schon, wenn ich Dame, Bube, Klein spiele, dann werden die Gegner keine Treffs mehr haben. Und dann habe ich noch zwei Trümpfe. Also kann ich auch in diesem Fall wieder auf Claim drücken und die fünf restlichen Stiche einfach beanspruchen. Wer das noch nicht sieht, macht euch keine Sorgen. Das dauert am Anfang ein bisschen, bis man so den Überblick über die Hände bekommt. Aber nach ein paar Wochen oder Monaten werdet ihr das ganz leicht sehen. Wenn ihr sowas nicht claimt, sondern zu Ende spielt, ist es ja auch kein Problem. Es dauert nur eben vielleicht eine Minute länger. So, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, es war lehrreich. Wir haben heute besprochen, was ist ein Fit, was ist eine Oberfarbe, wie zähle ich Figurenpunkte, was ist eine Eröffnung und ab wie vielen Punkten eröffne ich. Und ich habe euch gezeigt, wie man das Spiel ein bisschen abkürzen kann und claimen kann. Diese fünf Grundlagen sind auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil von Reizung und Spiel. Das Claimen gehört ja streng genommen nicht zur Reizung, sondern zum Spiel. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch jetzt das Bridge-Fieber gepackt habt und ihr weiterhin Dinge über das Bridge von mir lernen wollt, dann vergesst nicht, meinen Kanal hier oben zu abonnieren. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder mit der nächsten Lektion zum Reizen im Bridge. Dankeschön und bis bald.